could hear my father's voice. He would tell me to move on. Mahlzeit, ihr Lieben. Heute geht es um den Grützibäck Sub-Zero 185. Ja, und wenn euch das interessiert, was das Ding kann und was das nicht kann, dann bleibt dran. Und ansonsten, wie immer, ihr wisst ja, weiterklicken. Und jetzt kommt die Review. Viel Spaß dabei. Herrliches Wetter. Jungs und Mädels, ich muss erstmal hier auch noch was klarstellen. Und zwar folgendes. Ich bin nicht gekauft von Grützibäck. Ich habe dieses Ding mit meinem eigenen Geld gekauft. Deswegen ist es auch keine Werbesendung, sondern einfach eine Vorstellung und ein Erfahrungsaustausch. Von daher sind wir da jetzt klar. Das heißt, ich habe keinerlei finanzielle Vorteile dadurch, dass ich das euch hier zeige. Und mir geht es darum, euch Ausrüstung zu zeigen, der ich vertraue. Von daher sind wir klar, fangen wir an. Ja, kommen wir zu der ersten spannenden Sache hier. Und zwar dem Packmaß. Das Packmaß ist 20 cm im Durchmesser mal ungefähr 32 in der Länge. Das heißt, relativ kompakt und auch gut zu verstauen im Rucksack. Für die Wärmeleistung definitiv sehr, sehr schön, ja, im Packmaß. Ja, ihr seht, ordentlicher Packsack ist auch dabei. Ist robust, allerdings nicht wasserdicht. Heißt, da müsstet ihr echt gucken, wenn ihr den im Rucksack habt, packt einen quasi Liner drüber oder eine Plastiktüte oder Müllsack. Das ist auf jeden Fall wichtig. Der ist nicht wasserdicht. Ja, dazu kommt von der Firma Grützibäck so ein riesiger Packsack. Und so habe ich den auch geliefert bekommen. In diesem Packsack mit einem großen Karton. Was ich sehr gut finde von der Firma Grützibäck. Das heißt, die lagern ihre Schlafsäcke sehr schonend und ergo dessen ist die Füllung nicht vorgeschädigt, um es mal so zu sagen. Handelt sich hier um einen Wolle- und Down-Mix. Das kann man sich so vorstellen. Ich zeige euch mal hier was. Da sind so kleine Anhänger dabei. Erkennt man's? Ja, Fokus hier. Da ist eine Mischung aus Daune und Wolle drin. Und diese Mischung beträgt 70-30%. So steht es hier drauf. So ist es in dem Schlafsack auch vermerkt. Ist natürlich ein bisschen schwerer als ein reiner Daunenschlafsack. Aber letzten Endes hat es einige Vorteile. Dazu kommen wir später. Und es ist eben halt nur interessant, diesen Wolle- und Daunenmix. Behaltet das mal im Hinterstübchen. Viele kennen den sehr wahrscheinlich schon. Aber allein der große Packsack, der dabei ist, ist ebenfalls sehr ordentlich verarbeitet, qualitativ sehr hochwertig, zeigt schon mal, wohin die Richtung geht. Ja, der Schlafsack an sich hat eben halt einige Features, die werde ich euch auch später noch erläutern, die man bei anderen Schlafsäcken so nicht findet. Und das macht den Schlafsack sehr interessant. Die Temperaturangaben, die Grützibäck gibt, sind realistisch. Wobei ich sagen muss, als Warmschläfer, ich bin Warmschläfer, hört bei mir der Sub-Zero bei auch wirklich 0 Grad auf. Das heißt, in den Minusgraden schaffe ich das nur, wenn ich in langer Unterwäsche liege. Meistens bei solchen Touren habe ich lange Unterwäsche an. Das heißt, ich könnte auch in den Minusgrad reinrutschen. Sprich, die 2 bis minus 4 Grad, die sind ja sehr eng quasi von Grützibäck angegeben, die sind auch realistisch. Ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt kein Kaltschläfer, dass ein Kaltschläfer damit absolut ausreichend in der Wärmeleistung quasi bedient ist. Ja, das angegebene Gewicht beträgt 1 Kilo plus Packsack. Das heißt, ich habe nachgemessen, ich bin bei 1085 Gramm, das heißt ungefähr 1,1 Kilo. Ist natürlich für ein Daunenschlafsack etwas schwerer als ein reiner Daunenschlafsack. Aber da hier auch noch Wolle mit dabei ist, die vom Haus aus ein bisschen schwerer ist als Daune, macht das Sinn. Ergo dessen packe ich den jetzt mal aus und zeige euch das. Ja, da ist er. Da hat er aufgebauscht. Zur Info, bei allen Schlafsäcken ist es immer ganz gut, wenn man sie ein bisschen durchschüttelt, wenn man sie aus dem Sack rausholt. Sprich, einmal kurz auflüften, aufschütteln und schon habt ihr hier richtig schön Luft. Ja, er kommt hier in so einen, ja,
grünlich-bläulichen Farbton daher. Der Stoff ist sehr, sehr angenehm. Erinnert an Satin. Schmeichelt die Haut ganz gut. Ist qualitativ hochwertig verarbeitet. Alle Nähte sind sehr, sehr sauber gestochen. Ja. Ihr habt hier Markenreißverschlüsse von YKK oder YKK gebrandet. Mit einem richtig schönen kleinen Tag hier. Ja. So schaut das gute Ding aus. Wie für alle Grützi-Bags üblich, welche keine Deckenschlafsäcke sind, habt ihr hier eben halt diesen Reißverschluss, der bis auf das Fußteil geht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ihr könnt damit quasi den Reißverschluss hier öffnen und könnt an, wenn euch zu warm ist, die Füße mal raustun. Ich weiß nicht, wer das alles so praktiziert, aber ich habe es immer ganz gerne, wenn mal zu warm sein sollte, dass ich mal kurz, ich nenne das immer Klimafußens, dass ich meine Klimafüße raus tue und dann wird mir schon angenehm. Von daher sehr, sehr gut durchdacht. Sei gesagt, der Reißverschluss an sich läuft wunderbar, sehr leicht. Ihr habt hier quasi diesen Reißverschluss mit einem Klemmschutz. Ich zeige euch das mal hier. Ich musste mal eben die zwei Hände nehmen, um zu öffnen. Ihr habt hier einen Klemmschutz. Das heißt, der Reißverschluss tut sich nicht in den leichten Stoff einfangen, einen beidseitigen. Ergo habt ihr hier keine Probleme, um irgendwie groß quasi was einzuklemmen. So, ihr habt hier einen schönen Wärmekragen, der mittels Klett quasi verbunden wird. Möchte man den nicht benutzen, kann man den Klett quasi mit so einer kleinen Klappe auch ausschalten. Der lässt sich zurren und gleichzeitig könnt ihr den gezurrten quasi bunt in so ein kleines Täschchen hier reintun. Das ist sehr durchdacht. Heißt, wenn ihr euch in der Nacht mit dem Kopf dreht, habt ihr nicht das ganze Gebimse hier im Kopf hängen oder am Kopf hängen. Es gibt des Weiteren eine große Innentasche. Wenn es sehr kalt ist, kann man hier zum Beispiel Akkus reintun oder sein Handy oder eine Powerbank. Das heißt, das ist sehr ausreichend von der Größe. Und es gibt eine Außentasche. Die ist auch sehr groß. Da passt selbst mein Samsung Note 20 Ultra, welches ein sehr großes Handy ist, ohne Probleme rein. Schönes gesticktes Logo. Finde ich urig. Und ja, dann kommen wir zu noch einem richtig coolen Feature. Ihr habt hier eine sehr, sehr schön weit geschnittene Kapuze, die sich sehr, sehr angenehm anschmeichelt am Kopf und auch sehr gut die Drehung vom Kopf mitmacht. Des Weiteren gibt es hier eine kleine Tasche, in der man sein Kissen reintun kann. Es gibt so kleine Aufblaskissen, ich zeige euch das gleich mal. Oder man kann einen Buff reintun oder einen Schal oder einen Pullover oder ein frisches Paar Socken, welches ihr dann quasi als Kopfkissen benutzt. Ich würde keine gebrauchten Socken nehmen, sonst habt ihr den Miefdreck da am Kopf. Ihr versteht schon, was ich meine. So, ich krabbel mal rein und dann reden wir weiter. So, ich habe mal das kleine Kopfkissen rausgeholt, welches ich immer benutze. Das hier ist ein Mammut Air Pillow. Und ja, das tue ich dann immer hier rein. Und habe dann quasi ein unverrutschbares Kopfkissen, was sehr, sehr praktisch ist. Gerade für quasi Rückenschläfer optimal. Als Seitenschläfer auch nicht ganz schlecht, weil man das natürlich ein bisschen hin und her schieben kann. Und so noch für den Nacken ein bisschen eine Stützfunktion hat. Funktioniert sehr gut. Ja, ihr habt hier eine schön stabile Footbox, sprich, die ist schön ergonomisch geschnitten, die geht auch nach oben was weg. Ihr seht diesen Dreieckschnitt, der das dann auch alles so dreidimensional ein bisschen stützt. Sehr angenehm, sehr räumig geschnitten, nicht ganz so eng. Ist generell ein relativ weit geschnittener Schlafsack, also für die Leute, die etwas, sag ich mal, fülliger sind, vielleicht auch eine Alternative. Grützi-Bag stellt Schlafsäcke auch für übergewichtige Menschen her. Sei auch noch mal fairerweise gesagt, für Leute, die da was suchen, da seid ihr auch gut bedient. Ja, der Reißverschluss hat natürlich auch einen Wärmelappen, der quasi Kältebrücken vermeidet, um eben halt
ja, kriechende Kälte aus den Reißverschlüssen wegzuhalten. Und ja, diese ist auch sehr gut gefüttert. Also die ist auch durchaus, man kann sie als prall bezeichnen. Ja, ich liege jetzt hier auf das Kopfkissen, welches hier hinten drin reingeschoben ist. Und ja, es ist ein bisschen schwer jetzt quasi wegen der Kameraführung zu schließen. Aber letzten Endes kann man den natürlich ordentlich zuzonen und auch den Wärmekragen, welches ein sehr wichtiges Feature ist für einen Schlafsack, ordentlich an den Körper anzurren und somit hat man extrem wenig Wärmeverlust. Ja, die Daune hier hat einen 650er Kubic-Inch Loft, sprich 650er Queen. Und das klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist auch nicht. Moderne Daunenfüllungen können wesentlich mehr leisten. Allerdings durch die hinzugefügte Wolle ist dieser Bausch durchaus sehr kräftig. Die Wolle soll in der Theorie quasi die Feuchtigkeit der quasi von der Daune weghalten. Und Daune ist ja dafür bekannt, wenn sie quasi Feuchtigkeit riecht, möchte sie sich damit verbinden und verliert dann Luft. Und das ist eben halt hier noch ein bisschen anders geregelt. Da ist die Wolle noch ein bisschen schneller und die schützt quasi die Daune mit ihrer Fähigkeit, quasi Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. Also die Wolle schützt eben halt die Daune dadurch. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt hier einige Nächte draußen schon verbracht, so um den Gefrierpunkt. Kälter sollte es für mich persönlich nicht sein. Ich bin aber auch ein Mensch, ich schlafe gerne nur in Unterwäsche und das maximal in langer Unterwäsche. Ich bin kein Vertreter davon, meine gesamte Klamotte mit reinzunehmen. Von daher kann ich sagen, dass hier um den Gefrierpunkt für mich als Warmschläfer, wie ich schon gesagt habe, anfangs Schluss ist. Aber die Nächte waren klamm und feucht und ich hatte keinerlei Probleme mit dem Loft. Das scheint also wirklich gut zu funktionieren. Ja, ich habe hier den 185er Sub-Zero. Das heißt, der ist für eine maximale Körpergröße bis 1,85 Meter gedacht. Und das passt von der Größe her. Ich habe hier bequem Platz drin und habe auch an quasi Volumen nicht so viel. Heißt, er ist ein bisschen weiter geschnitten. Nicht wie, sag ich mal, typisch Winterschlafsäcke, die eigentlich eng geschnitten sein sollten. Hat der hier ein bisschen mehr Volumen, aber das ist durchaus noch alles akzeptabel in den Rahmen. Und ich habe hier einen sehr guten Schlafkomfort drin. Das Schlafklima, welches ich hier drin vorfinde, ist wirklich sehr angenehm. Das kann ich euch so einfach nur so sagen. Die Materialien fühlen sich auf der Haut sehr wertig an und alles ist auch wirklich in zweifelsfreier, sehr, sehr guter Qualität verarbeitet. Das alles summa summarum bringt den Schlafsack wirklich auf einer sehr, sehr guten Qualitätsbasis, welches ich euch aus erster Hand jetzt hier bestätigen kann. Ja, wie vorhin angesprochen, wenn euch zu warm ist, könnt ihr hier dank des Reißverschlusses, der sich hier quer über den Schlafsack zieht, auch noch die Füße so raustun. Ja, finde ich sehr schön. Gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, ist das eine super Option, um eben halt wirklich, ja, sich abzukühlen. Ich kann euch des Weiteren sagen, ich bin mit diesem Schlafsack rund um den Gefrierpunkt unterwegs gewesen. Da ist für mich, wie gesagt, Ende als Warmschläfer. Hatte ich schon vorab erwähnt. Ist aber natürlich alles individuell, die Grenze. Hat dieser Schlafsack mit seinen 650er Queen und der Wollfüllung mich gut warm gehalten. Wirklich, sehr angenehmes Schlafklima hat er entwickelt und alles allen kann ich natürlich sagen, dass die Wollfüllung mit der Daune, das scheint zu funktionieren, was sich Grützi Beck da ausgedacht hat. Ja, ihr Lieben, preislich ist der Schlafsack hier bei circa 330, 350, so ab 300 Euro bekommt man den, sag ich mal so. Für das Geld habt ihr hier einen guten Schlafsack, der mit realistischen Temperaturangaben ankommt und ihr habt die Möglichkeit damit eben halt auch mit feuchterem Klima den Schlafkomfort von einem Daunenschlafsack mitzunehmen. Das hier soll überhaupt nicht in die Richtung Bashing von Synthetik-Schlafsäcken gelten. Es ist eben halt so, dass ein Daunenschlafsack in Form von Schlafkomfort für mich das Nonplusultra mittlerweile ist.
Synthetik-Schlafsäcke haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Hier habt ihr eben halt einen Schlafsack, der mit zwei natürlichen Materialien arbeitet und auch sehr gut funktioniert. Ja, farblich gesehen finde ich die Farbe absolut ansprechend. Ich kann nicht sagen, dass das irgendwie in meinen Augen negativ aussieht. Der Stoff trocknet sehr schnell, wenn er denn mal nass wird. Ist nicht wirklich wasserabweisend, das kann ich euch schon sagen. Tau hält er aus, ist kein Problem. Aber so richtig Regen etc., logisch, dafür ist diese Schlafsackhülle hier nicht gemacht. Alles in allem sehr wertig produziert, sehr fair produziert, muss man sagen. Und für die Leute, für die das Wort ist hier, sei gesagt, dass der Schlafsack an sich mit seinen Features wirklich einzigartig ist. Das hier habe ich noch in keinem anderen Schlafsack gefunden und muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Zusatzfeatures wirklich ein gutes Paket machen. Ja, ihr Lieben, ich habe euch jetzt viel über diesen Schlafsack erzählt. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinen Informationen und mit den Detailbildern. Alles in allem gefällt er mir sehr gut. Ich sehe diesen Schlafsack als 3-Jahreszeiten-Schlafsack, welcher eben halt mich bei Temperaturen so um den Gefrierpunkt rum noch sicher begleitet. Und ja, bis jetzt konnte ich keine negativen Punkte feststellen, die mich wirklich stören an diesem Schlafsack. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, ich danke euch für eure Zeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ja, bis denn.